Jetzt sagst du mir fein, wie du heißt, und dann bin ich dir auch die Ärmchen los. Obersturm, mein Führer. Herr Doktor, ich bin der Reichspropagandaminister Paul Josef Goebbels. Würden Sie sich zu uns stellen für ein Erinnerungsfoto, das unsere Nachkommen noch in 1000 Jahren heilig halten werden, wie eine kostbare Ikone? Bitte, bitte. Ihr also, meine Zuhörer, repräsentiert in diesem Augenblick für das Ausland die Nation. Ich frage euch, seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehend, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Oh, die Küchenschlampe. Was machen wir denn mit der? Die macht den Sprechchor.